Hallo Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der mittlerweile 57. Folge schon. Also wir gehen mit großen Schritten auch dem Finale jetzt langsam entgegen. Ich habe seit der letzten Folge ja ein bisschen offscreen noch gespielt, so ein paar Kleinigkeiten gemacht wie die komischen Schreine und so weiter. Und ja, wir könnten jetzt eigentlich mal schauen, was wir machen. Ich würde sagen, dass wir heute in der Hauptstory weitermachen. Weil ihr seht schon, ich habe jetzt so eigentlich nicht mehr groß was offen. Es kommt vielleicht noch ein bisschen was dazu. Also hier ist noch ein bisschen Gebiet, was noch nicht aufgedeckt ist. Ich kann euch auch mal in den Sammlungen zeigen, was wir jetzt schon gemacht haben. Wir haben alle heiße Quellen, alle Bambusstämme, alle Shinto-Schreine, alle Leuchttürme. Duelle sind abgeschlossen. Da fehlt mir aber noch die Trophäe dafür. Die muss ich mal schauen. Ich denke mal, dass im Laufe der Hauptstory vielleicht noch ein Duell kommt. Die Haikus fehlen uns noch 3 Stück und 3 Inari-Schreine. Die hoffe ich ja, dass wir noch jetzt mit der Hauptstory bekommen oder dass wir da irgendwie noch vorbeilaufen. Falls ich die nicht finden sollte, muss ich die ja irgendwie schauen. Keine Ahnung, auf YouTube oder so, wo die sein sollen. Aber ich denke mir, wenn das Gebiet frei ist, das heißt, mit dem Ende der Hauptstory werden dann auch hier die letzten Fragezeichen aufplöppen und dann können wir das hier alles noch abschließen. Genau. Sieht soweit nicht schlecht aus. Also der Weg zu Platin, glaube ich, ist gut geebnet. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Genau, hier fehlt es auch noch ein bisschen was, aber die Trophäen haben wir soweit alle, was wir hier brauchen. Also es fehlen nicht mehr viele. 5 oder 6 Trophäen noch. Wobei ich glaube, dass wir jetzt schon 4 Trophäen bekommen, wenn wir die Story abschließen. Also auf dem Weg dorthin bekommen wir noch ein paar Trophäen. Genau. Gut, Leute, jetzt würde ich sagen, machen wir mit der Hauptstory weiter. Ihr habt einen kleinen Überblick bekommen, was wir auf dem Weg zu Platin noch benötigen. Ist dann übrigens mein drittes Game, wo ich Platin habe. Also ich habe noch gar nicht so viele, aber ihr merkt es bestimmt schon. Also das Game macht mir echt großen Spaß. Obwohl ich oft konzentriert bin und nicht so viel rede, weil ich dann so in der Geschichte vertieft bin. Genau. Das nächste Projekt wird dann übrigens Assassin's Creed sein. Das neue, das Valhalla. Habe ich mir auf der PlayStation 5 auch geholt. Läuft wahrscheinlich schon, wenn ihr jetzt hier das hier seht, weil ich bin doch ein bisschen vor mit der Aufnehmerei. Genau. Gut, jetzt aber genug gesabbelt. Wir schauen, wo müssen wir hin? Tritimidyna im Myogaku-Tempel, der ist da unten, der Tempel. Genau, dann schauen wir mal. Mal schauen, wie lange auch hier noch die Hauptstory geht. Ich habe das Gefühl, dass die gar nicht mehr so lange geht. Ja, wo ist sie denn? 40 Meter. Ah, hier ist es. Mei. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Was ist mit den anderen? Sie sind bereit, dir zu folgen. Der Sensei sagte ihnen, du wärst der Einzige auf Tsushima, der den Khan töten kann. Ich kann das nicht allein. Oder ohne Angriffsplan. Er ist im Izumi-Hafen, umgeben von einer Armee. Wir müssen die Schwächen der Verteidigung kennen, wie wir sie umgehen. Und wo wir den Khan finden. Dazu bräuchten wir die Vogelperspektive. Ich weiß auch schon von wo. Wir haben den Schutz der Nacht, wenn wir jetzt gehen. Izumis Hafen. Der Izumi-Hafen. Vom Leuchtturm ist die Aussicht besser. Man muss nur hinaufkommen. Ohne gesehen zu werden. Los geht's. Okay, Leute.
Ja, ihr dürft ruhig auch in die Kommentare schreiben, falls ihr mal irgendein Problem bei irgendeiner Trophy habt, wie man die bekommt und so weiter. Klar, ich weiß, man kann natürlich überall im Internet nachschauen, aber wenn ihr wollt, ich kann euch da auch gerne helfen. Also einfach nur in die Kommis schreiben und dann probiere ich so gut wie es geht zu helfen. Also ich kann ja bloß sagen, wie ich es dann gemacht habe und ja. Mal, wo ist sie denn hin überhaupt? Hallo? Ah, dahin. Ah, okay, wir müssen zum Leuchtturm. Niere dich, Leuchtturm. Er will zum Festland segeln. Und ist überfallen, so wie hier. Löse keinen Alarm aus. Ja, das habe ich doch schon gemacht. Also, den Leuchtturm habe ich auf jeden Fall schon gemacht. Wie die, aus denen ich mein Gift herstelle. Ja, bloß schauen, ob da jetzt noch Gegner sind, weil die hatte ich eigentlich alle erledigt. Ihr seht eh schon den Leuchtturm. Es war riskant. Brennt ja schon. Mein Gift rettete Tausende. Was, wenn noch tausend mehr sterben? Wir müssen den Kahn aufhalten, bevor es soweit kommt. Du hast recht. Ja, war mir klar, dass jetzt hier wieder Gegner sind. Vorne kommen wir nicht rein, aber wir könnten über die Klippe klettern. Und hinten durchschleichen. Geh voran. Das war wieder klar, dass das wieder nicht funktioniert. Ja, den brauche ich nicht. Ich brauche den Gift. Ich brauche das Gift dafür. Hier oben hatten wir ja ein paar Blumen. Zweimal Giftpfeil, okay. Ich muss hier noch ein bisschen näher rangehen. Kann ich den von hier aus erledigen? Alter. Kriegst du halt einen Arsch geschossen, das Ding. So ein Pflänzchen wäre mir noch lieb jetzt. Schaut, das funktioniert. Ich weiß nicht, ob der jetzt Alarm auslöst dann. Man hat ja nicht lang gelebt.
Alter, sind das viele? Wie sollen wir das machen? Ja, das ist scheiße. Das ist kacke, wie sollen wir das machen? Schleiche zum Leuchtturm. Warum sehen sie mich immer nicht? Das ist ein Cast eigentlich. Okay. Nugo Samrach, nom som turban. Ach, Harvot, what art Ashna Tirni? Zum Bischbeißen und Balguide. You too, Schweche. Na bla 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 bla. Zum Beschweißen im Weltgute. Jutsch Bischbeite. Hier müsste der Weg jetzt eigentlich gut frei sein, dass wir uns den da schnappen können. Hier ist aber keiner drin, oder? Sieht nicht so aus. Was ist in all den Fässern? Vorräte? Blumen. Gift. Ein Fass kann leicht Hunderte töten. Der Khan wird sie gegen das Festland einsetzen. Er darf Tsushima nicht verlassen. Vom Leuchtturm können wir den Izumi-Hafen ausspähen. Direkt hinter dir.
Okay, erreiche den. Erreiche die Spitze. Okay. Seh dir die Wellen an. Ganz flach. So sehen sie vor einem Sturm aus. Der könnte von Vorteil sein. Hier drüben. Überlegen wir uns einen Angriffsplan. Siehst du, wie die Vögel kreisen? Als hätten sie Angst, dass da etwas kommt. Der Sturm. Sie sammeln sich, um Schutz zu suchen. Okay. Das Haus des Hafenmeisters. Bestimmt hat der Khan sich dort eingerichtet. In der Nähe der Kais und seiner Flotte. Ergibt Sinn. Wir könnten Schützen dort platzieren. Dann müssten die Mongolen bergauf kämpfen? Kudon würde uns mit Reitern in die Zange nehmen. Kein einziger Mongole in dem Gebiet. Zu offen. Nicht zu verteidigen. Aber sehr gut für einen Hinterhalt. Okay. Dieser Grat bietet freie Sicht auf die mongolische Flotte. Was wir mit eigenen Hawatschas mit ihren Schiffen machen könnten. Da war ja auch vor ein paar anderen Folgen, da war ich ja da schon mal. Der Khan ist bereit für die Überfahrt zum Festland. Mit Schiffen voller Männer, Sprengstoff und meinem Gift. Halten wir ihn hier nicht auf, wird das Shogunat fallen. Der Sturm könnte uns zum Sieg verhelfen. Wenn er einsetzt, muss der Khan seine Flotte in die Bucht bringen. Dann schlagen wir zu. Zerstören seine Schiffe und alles an Bord. Dazu brauchen wir mongolische Waffen. Ganz leicht für eine Meisterdiebin. Wir brauchen auch Kämpfer. Ein paar lenken die Mongolen ab. Ich dringe in den Izumi-Hafen ein und töte den Khan. Könnte klappen. Wir sollten uns in Yogaku vorbereiten. Oh, das wird ein guter Kampf werden. Ein Sturm zieht auf. Plane den Angriff der Festung. Okay, das haben wir jetzt. Sprich mit Yogaku im Tempel. Sprich beim Yogaku-Tempel mit Yuna. Ein neues Geschenk ist verfügbar. Das hören wir uns doch direkt. Mal schauen, was es dort gibt. Wahrscheinlich wieder Vorräte oder sowas. Schaut auch nicht schlecht aus, nehmen wir die mal. Okay, dann machen wir weiter. Ich habe gute Neuigkeiten. Wie sehen die Pläne aus? Kenji weiß, wo wir von den Mongolen Watchers stehlen können. Watchers? Ich spreche gleich auf. Ein guter Anfang. Aber wir brauchen mehr Kämpfer. Nein. Mein Onkel will genau wie wir den Khan tot sehen. Er wird sich anschließen. Er wird dich einsperren. Ich schreibe ihm eine Nachricht und lege sie in sein Quartier. In einer Burg voller Samurai. Ich bin weg, bevor sie mich bemerken. Oh, soll ich da reinrennen, oder wie? Herz der Sitte. So. Hoffentlich liest mein Onkel es. Oh, kann es sich irgendjemand überbringen? Ich lasse dich nicht gehen ohne gutes Pferd. Okay. Krieg jetzt ein Pferd wieder. Ich kann es nicht zurückholen. Weil unser Kage ist ja gestorben. Aber gib einem von diesen eine Chance. Mein Visier.
Ganz ruhig. Alles gut. Benenne das Pferd. Wie soll das Pferd heißen? Katze. Sora Nobu. Komm in dem Sora. Licht des Himmels. Gute Wahl. Ich glaube, das hat eh keinerlei Auswirkungen aufs Spiel oder so. Ich wuchs dort auf. Ich kenne jeden Geheimgang dieser alten Gemäuer. Selbst damals konnte Fürst Shimura nicht mit mir mithalten. Okay, wir müssen... Uiuiui, so weit runter. Wie gibt die Burg Shimura vom Norden aus? Okay, dann machen wir mal eine Schnellreise zu Kubara-Kreuzung. Sehr gut, Sora. Man kann ich ausrüsten, Accessoires, Sattel. Ja, habe ich doch schon ein paar neue. Ah, flinker Sommer. Schaut ganz cool aus. Schnell, Sora! Okay, 100 Meter noch. Da wird es bestimmt wieder irgend so einen kleinen Durchschlupf geben oder so. Ja, da hinten ist auch schon ein Kletterpunkt. Achso. Jin, warum seid ihr weggelaufen? Ich... wollte einen Aal fürs Abendessen fangen. Und wolltet ihr ihn mit bloßen Händen fangen? Ryuzo sagte, ihr verstoßt mich, sobald ihr einen eigenen Sohn habt. Jin, kommt hier. Euer Freund irrt sich. Der Weg kann ein Leben lang dauern. Doch ich gehe ihn mit euch. Immer. Ja, soll sich jetzt wieder mal drauf besinnen. Klippenwand beobachten sie nicht. Genau, weil wir das vorher schon gesehen hatten. Ja, kälter als letztes Mal. Wie mir? Seid vorsichtig, Geist. Die Samurai suchen nach euch. Okay, das heißt wieder Schleichanlage. Wenn ich die Wachen angreife, haben die Recht, die mich Monster nennen. Offenbar hält Fürst Shimura stellvertretende Rede vor dem Hauptgebäude. Er will die Männer versammeln. Vielleicht marschieren wir endlich gegen den Khan. Ja, Gott, das kann jetzt ein bisschen dauern, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. So.
Weiß ja nicht, ob die mich im Wasser sehen. Sagt mich hier hoch, aber da wird es wohl nicht hochgehen. Okay, hier geht's nicht lang. Okay. Jetzt wird's halt interessant, weil ich nicht weiß, ob die mich sehen. Ich könnte den Haken unter der Brücke einsetzen oder dafür sorgen, dass mich niemand sieht. Hier sind wir ja schon mal lang gegangen, wo wir uns damals in die Festung reingeschlichen hatten. Aber ich weiß nicht, ob das halt der richtige Weg ist. Komm in Ruhe, das ist der einzige Weg jetzt hier rein. Und der ist versperrt. Bräuchte jetzt irgendwie so eine Art Gift, dass ich ihn betäuben kann. Ja, wenn ich jetzt wahrscheinlich kille, dann ist es vorbei. Ja, geht nicht. Du hast einen Tsushima-Soldaten getötet, das ist doch scheiße. Das ist ja Mist. Einen anderen Weg gibt es jetzt hier aber nicht rein. Auch nichts, oder? Dass man da rein könnte. Schaut nicht so aus. Also hier unten. Wahrscheinlich komme ich dann nicht mehr hoch, wenn ich jetzt hier runterspringe.
Das war mir klar. Hier geht's nicht weiter. Und hoch können wir ja auch nicht mehr. Hier kommen wir auch nicht mehr hoch jetzt. Das heißt, müssen wir einmal sterben lassen. Okay. Gewesen. Problem ist, wie komme ich jetzt hier weiter? Hier geht's auch nicht weiter. Eventuell hier. Da oben muss ich irgendwie rein. Hier nochmal schon. Kein Plan, wie ich hier durchkommen soll. Dieses Geräusch. Mal sehen. Hm.
darf mich nicht sehen. Wir hätten diese Rede gemeinsam halten sollen. Verdammt, Jin. Oh, ich muss doch hoch, oder was? Scheiße, wie soll ich denn da hochkommen? Eine bewegende Rede, Fürst Shimura. Die Kontrollen haben viel zu verantworten. Wir dürfen diese Bitte, das Reich der Shoguns, niemals erreichen müssen. Das Gift an die Fürst Sakai. Sein Quartier ist ganz oben. Jetzt kann ich hinaufschleichen. Ja, ich bräuchte bloß noch einen Punkt, wo ich da ansetzen kann. Geht's auf keinen Fall hoch. Oh, das ist doch schon wieder Humpitz. Ich bin ja einmal komplett rum hier. Dann kommt man hier nirgendwo oben rauf. Irgendwie eine Leiter oder sowas. Das kann nur noch losgehen. Die Mongolen wurden beim Granitpass und beim Yogaku-Tempel besiegt. Wir glauben, dass Fürst Sa... der Geist hinter beiden steckt. Was wünscht ihr zu tun? Den Geist kümmern wir uns, wenn wir die Mongolen besiegt haben. Der Befehl des Shogun war eindeutig. Ich kenne seine Befehle. Die Mongolen und ihr Handel. Natürlich, Fürst Shimura. Alter Schwede. Da oben ist noch einer. Scheint aber jetzt auf dieser Etage zu sein. Wir müssen jetzt bloß schauen, ob wir hier irgendwo rein können. Oder wir müssen von oben wieder runtersteigen. Ich glaube, es wird hinauslaufen.
Wir müssen echt da oben rein, ich dreh durch. Ich bilde mir wohl was ein. Wartet nächstes Mal ab. Lass mal weitergehen. Meine Nachricht gut sehen können. Okay. Er ist hier! Wachen! Onkel, vergebt mir, dass ich nicht persönlich kam. Die Flotte des Khans liegt in der Nähe von Izumi. Seine Schiffe sind voller Gift, das die Armee des Shogun vernichten würde. Doch wenn der nächste Sturm kommt, werde ich den Khan töten und seine Flotte versenken. Schließt euch mir an. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn nicht als Vater und Sohn, dann als Krieger, die verschiedene Wege gingen. Was auch immer ihr von mir haltet, ich werde immer eure Familie sein. Gut, Leute, damit würde ich sagen, machen wir auch in der nächsten Folge dann erst weiter. Das sind doch schon wieder 45 Minuten, also lang genug die Folge. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr dran bleibt, weil ich glaube, dass wir uns jetzt schon so langsam dem Ende nähern. Und ja, mal schauen, ob uns unser Onkel dann hilft oder nicht. Oder ob wir vielleicht noch gegen ihn selber kämpfen müssen. Ich hoffe es mal nicht. Aber das sehen wir dann. Vielleicht auch schon in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Genau. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.